to the show. Liebe Freunde, liebe Finde, liebe Friends, liebe Fuckers und Fuckies, liebe Fuckers und Fuckinos, liebe Fuckers und Chickies, liebe Fuckersons und Fucken Dottiers, liebe Fuckenbergers, Fuckoffs, Fuckers, Chickies, Fuckers, Fukurici und Fuckenbergers, Fuckerls und Fuckerlis und alle anderen, die irgendwo auf dem Erdrund die Sendung schauen. Herzlich willkommen zu einer letzten Sendung Stricker TV im üblichen Rahmen. Ab heute wird alles anders. Seit zum Beispiel hier, mein Mikrofon hat schon den Geist aufgegeben. Darum hat es letztes Mal so groß in der Sendung. Jetzt rede ich hier über mein iPad und ich hoffe, es ist die Qualität genug gut. Es ist halt einfach so, wie es ist. Ich muss ein neues Mikrofon kaufen, müsste ich, weil das ist wieder zu leislig. Und darum hoffe ich, ihr hört mich trotzdem gut direkt über das schöne iPad. Meine Stimme ist weniger sexy als sonst, weil natürlich so ein gutes Mikrofon wahnsinnig dazu beiträgt, dass es ein bisschen schöner tönt. Hey, es ist vorbei. Stricker TV, wie wir es kennen, ist vorbei. Die echte Tagesschau, wie wir sie kennen, ist vorbei. Die Massnahmen, wie wir es kennen, sind vorbei. Und seit dem ersten Lockdown habe ich jeden Tag mindestens einmal gesendet und ich habe gefunden, irgendwann ist auch mal gut. Und obwohl ich in den letzten Tagen viel Zuschrift bekommen habe, bitte dann, ich mache weiter, es ist nicht vorbei. Mir ist klar, es ist nicht vorbei, es geht weiter. Es kommt jetzt der Pandemievertrag. Im Herbst kommt wieder ein Pfnüssel, ein Grüsselpfnüssel daher. Er wird einen schönen Namen finden, wo die Religion passt. Von der Pseudowissenschaft, die Sekte. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, um was geht es eigentlich im Leben? Was will man im Leben wirklich machen? Und wir haben es mit Ken Jebsen gesehen. Wie lange hat er das gemacht? 15, 20 Jahre. Vollgas. Eine riesige Fanbase aufgebaut. Verändert nichts. Vielleicht bei vielen einzelnen Leuten positive Sachen bewirkt, aber würde Welten laufen ein anderer ohne den Ken Jebsen? Damit Massenmedien und Journalisten nicht darüber lachen, die sogenannten Journalisten, weil auch ohne den Blick wird die Welt keine andere. Ohne Tagi wird die Welt keine andere. Ohne SRF wird die Welt keine andere. Kein einzelner Mensch macht, dass sich, sagen wir mal so, kein einziger Medienschaffende tut die Welt auf eine Art prägen, dass sie einen anderen Verlauf nimmt, als sie sonst genommen hätte. Und darum eigentlich alles verlorene Liebesmühe, kann man sagen. Etwa 1'000, 200, 1'000, 300 Sendungen habe ich gemacht in den letzten 2 Jahren. Unzählige Interviews, ich habe letztens geschaut, wo ich in meinem Kalender alles für Einträge habe, von Interviews, von Gesprächspartnern, manchmal 4 in der Woche, 5. Ich habe Demos gemacht. Und bei Interviews habe ich alle möglichen Leute interviewt. Oder ich habe Aktivisten interviewt, ich habe Opfer, in Anführungszeichen, interviewt, Ärzte, Anwälte, Biologen, andere Wissenschaftler, Philosophen, Künstler, Prominente, Politiker. Ich habe einen Song veröffentlicht, den ich völlig unterbewertet finde. Der ist viel besser als seine Bekanntheit. Dann habe ich ein Studio eingerichtet, habe unzählige Plattformenwechsel vollzogen, um die Zensur zu entrinnen. Habe die Leute zu meinem Newsletter gebracht, den ich nie verschickt habe. Dann habe ich die Leute auf Locals gebracht, dann habe ich die Leute auf Rumble gebracht, auf Telegram gebracht.
Dann habe ich mich vernetzt im Hintergrund, habe kommuniziert mit den vielen Zuschriften, habe ich ein paar Prozent beantwortet, mehr sind es nicht. Das meiste muss ich ignorieren, nicht am Anfang lesen. Wenn mir einmal jemand etwas geschrieben hat über einen Messenger, habe ich es einmal angeklickt, damit er nicht sieht, dass ich es gesehen habe. Damit er nicht beleidigt ist, wenn ich nicht antworte. Dann habe ich zwar noch die ersten Ziele gesehen, aber ich habe nicht einmal getraut, zum Anklicken. Sonst ist gestanden, gelesen. Und dann heisst es so, dass der arrogante Stricker mir nicht geantwortet. Dann habe ich unzählige Leute vernachlässigt im Privatleben. Dann habe ich unzählige Leute vernachlässigt, die ich frisch kennengelernt habe. Ich habe so viele tolle Leute kennengelernt. Ich habe zum Beispiel einen Bike-Dreher kennengelernt, wo eine gute Generation vor mir mit der Autopartei für die Freiheit gekämpft hat. Habe mich auch nicht mehr gemolden bei ihm, obwohl ich es doch Gott verteile immer auch wollen. Jetzt finde ich vielleicht die Zeit und die Musse, das zu machen. Dann hatte ich technische Probleme gehabt, wie jetzt wieder Mikrofon, das nicht geht, etwas, das übersteuert, etwas, das untersteuert, etwas, das einfach sonst irgendwie schief läuft, Streams, die abbrechen, vielleicht bricht der Stream jetzt noch ab, würde auch noch passen. Dann musste ich eben schützen, dass meine Videos nicht verloren gehen, dann eben Systemumstellungen vom iOS auf können broadcasten mit Profimikrofon und so weiter. Auf dem Küchentisch im Studio on the road Sachen gemacht. Dann hatte ich mit der Polizei zu tun, mehr als ich will. Ich habe vor ein paar Tagen noch einen Bus bekommen von 1300 irgendwas Franken, weil ich an einer Wegweisung Folge geleistet habe. Kostet das 1380 Stutz, haben sich nicht wert. Boah. Ich habe mal gehört, eine Wegweisung für meine Sachen kostet 300 Stutz. Jetzt kannst du eine Wegweisung befolgen, 1300 Stutz. Zürich halt. So eine scheiß Stadt. Auf alle Arten. Das sage ich als Thurgauer mit Überzeugung. Dann habe ich Verfahren bekommen. Habe ich Einvernahmen gehabt bei Untersuchungsrichter, bei Polizeistationen. Dann habe ich sogenannte Medienarbeit gemacht, habe Pseudo-Journalisten empfangen von verschiedenen Blättern, vom Blick und Rundschau und Republik. Und die alle haben entweder nichts geschrieben, noch nichts geschrieben oder Scheissdreck geschrieben. Ich habe mehrere Shitstorms bekommen, zum Beispiel, weil ich in die Ferien bin, wo ich will, wenn ich will, wie ich will. Und dann hatten die vollidiotische Meinung gehabt, ich hätte einen vollidiotischen Weg gewählt, um in schön Amerika zu fliegen. Dann hat es Vollidioten, die meinen, man könne ohne Impfung nicht auf Amerika fliegen. Die einfach den Scheiß vom Mainstream glauben. Dass wirklich glauben, man muss sich Gülle YouTube. Unter normalen Umständen würde ich jetzt YouTube rauskicken. Aber jetzt bleibt man einfach mal dabei. Ist schon jeder Schluss jetzt. So wie es jetzt, wie ihr jetzt Schricker TV kennt, die echte Tagesschau kennt, das ist jetzt vorbei. Dann habe ich Bekanntschaften verloren, keine Freundschaften, weil Freundschaften verliert man nicht wegen einem Pfnüssel. Nicht möglich. Da verliert man nur Bekanntschaften. Das ist das diplomatische Wort für Volltrottel und bösartige Menschen. Wie sonst verliert man keine Freunde. Freunde verliert man nicht wegen einem Pfnüssel. Auch nicht wegen einer Seuche. Macht man nicht. Aber ich habe Freundschaften gewonnen. Ich würde keine Namen aufzählen, das habe ich ein paar vergessen. Ich hatte in meinem Leben nie mehr als 2-3 Freunde, wo ich dann auch regelmäßig Zeit verbracht habe. Jetzt kann ich sagen, 20-30 Leute würden mir wahrscheinlich jetzt in den Sinn kommen, wenn ich würde sagen, wo kann ich mich melden, wenn ich jemanden brauche, auf den Verlass ist. Ich würde sagen, ohne herumschauen, 20, 30, wahrscheinlich eher 50 Personen. Also ein Shitstorm, aber ein unglaublicher Zugewinn an Bekanntschaften und Freundschaften. Und das überwiegt alles. Das überwiegt die Lüge. Wir sind ja jetzt so viel angelogen worden. Mein Vater hat immer gesagt, Lüge macht krank.
Ich habe herausgefunden, dass es stimmen mag, aber angelogen werden macht es wahrscheinlich auch, wenn man kein Ventil findet, um das abzubauen. Man ist auf dieser Gratwanderung zwischen, wenn man zu fest Schnorren hebt, gibt es ein Magengeschwür, wenn man zu laut rumflucht, gibt es einen Herzinfarkt. Und wir noch zwischendrin hat es den schmalen Grat, wo man durchlaufen. Und damit man gesund bleibt, geistig, seelisch, wenn es das etwas in der Seele überhaupt gibt. So. Jetzt haben wir über mich geredet, jetzt reden wir noch ein bisschen über dich. Du hast das gut gemacht. Du hast das verdammt gut gemacht. Du bist ein geiler Sieg. Denn du hast alles gegeben. Mit deinen Mitteln, mit deinen Möglichkeiten, im Rahmen von dem, was für dich psychisch und finanziell und körperlich machbar ist, das hast du gemacht. Und wenn nicht, ist das Video nicht für dich. Alle anderen schon, aber sagen wir so, von den Finden verabschieden wir jetzt uns. Jetzt tun wir uns mal um unsere Freunde und Fuckers kümmern. Fuckers, wenn du das falsch verstanden hast, Fuckers ist nichts anderes als ein enger Freund. Kann man googlen, was Fuckers heisst. Die Leute verstehen das nicht. Haben gemeint, ich hätte hier rumschimpfen. Dabei war das eine liebevolle Begrüßung gewesen, wie Schätzli auf strickersche Art, sage ich mal. Und ich muss aufpassen, Stream nicht abbricht, vielleicht einen falschen Knopf drücken. Du hast das super gemacht. Du bist an Demonstrationen gegangen. Du hast vielleicht auch nicht. Du hast Leserbriefe geschrieben, vielleicht auch nicht. Du hast mir geschrieben, vielleicht auch nicht. Du hast in deinem Umfeld dich stark gemacht, vielleicht auch nicht. Für Freiheit, für deine Kinder, für deinen Partner, für deine Eltern, für die Menschen in den Spitälern, Menschen in den Pflegeheimen, Menschen in den Schulen, Menschen in den Schulen. Du hast das friedlich gemacht, du hast das laut gemacht, du hast es sanft gemacht, du hast es auf eine sympathische Art gemacht. Du hast die Leute bewegt. Du hast eine Bewegung geschaffen. Du bist vielleicht bei den Verfassungsfreunden. Du bist in den Verfassungsfreunden gewesen. Vielleicht gehst du jetzt zu den Verfassungsbündnisleuten. Vielleicht bist du bei Massvoll. Vielleicht bist du bei Zertifikatsfreie Bildung oder bei Bildung für alle oder bei Lehrernetzwerk Schweiz oder bei Aufrecht. Oder was gibt es noch alles? Bündnis der Urkantone. Verband freie KMU, Graswurzeln, Urig, Stricker TV, Locals. Du hast abonniert, alles Mögliche. Du hast dich informiert, hast nicht aufgegeben, hast manchmal für die Streckenweise aufgegeben, vielleicht hast du auch ganz aufgegeben, wenn es nicht mehr gegangen ist. Aber du hast gemacht, was möglich ist. So wie ich gemacht habe, was mir möglich ist. Ich habe meinen Beruf als Immobilienmakler, wo ich wirklich sehr, sehr gut verdient habe, an den Nagel gehängt. Ich habe zu einem guten Stück mein Privatleben an den Nagel gehängt. Ich habe mein Binge-Watchen an den Nagel gehängt. Ich habe es ausgeschlafen, habe ich oft. Aber ich habe Freizeit mehr oder weniger an den Nagel gehängt. Ich war 12, 14, 16, 18 Stunden dran. Und du vielleicht auch. Vielleicht auch nur 2 Stunden, vielleicht 20 Minuten. Vielleicht hast du deiner besten Freundin geholfen oder deinem besten Freund. Vielleicht hast du deine Kinder unterstützt, wie es nur geht. Aber wir haben alle, wir sagen, ganz viele von uns haben alles gegeben. Und wenn du alles gegeben hast, ist das Video für dich. Ich würde sagen, vielleicht lohnt es sich als Schlusswort auch die letzte Demo in Bern vor 3 Tagen, 2 Tagen, keine Ahnung. Weisst du heute? Keine Ahnung. Wir müssen selber schauen. Mal schauen, gegen den Schluss wird ein bisschen nachdenklich, ein bisschen nostalgisch. Und ich könnte mich darum nicht unbedingt wiederholen. Ich habe eine kurze Rede gehalten. Und auf die Rede, nur 2, 3, 4 Minuten sind es, glaube ich, 5 Minuten, wollte ich noch mal schnell zu sprechen kommen.
Oder man hat mir ja vorgeworfen, ich hätte die Bewegung auch gespalten mit meinen Sendungen. Weil ich gegen die Verfassungsfreunde ausgeteilt habe, vielleicht auch gegenüber dem Verfassungsbündnis, das gegründet wird, nicht nur ein positives Gefühl haben, aufgrund von dem, wie das zustande gekommen ist. Dann habe ich andere kritisiert. Selten einzelne Leute, meistens Verein. Und du hast es wahrscheinlich zum Teil gut gefunden, zum Teil hast du es schlecht gefunden. Und als mir das gesagt hat, habe ich gedacht, stimmt, das ist nicht mit meinen Sendungen wirklich so etwas gemacht, wie der Bewegung geschadet. Und wie lang? Nicht lang, ein paar Minuten, habe ich wirklich reflektiert und denke, ich habe einen dicken Fehler gemacht und bin doch wieder zum gleichen Schluss gekommen. Ich bin in die Bewegung gekommen, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie du. Du bist nicht in die Bewegung gekommen, weil du Freunde gesucht hast. Du bist in die Bewegung gekommen, weil du dich empört hast, weil man dir die Freiheit genommen hat und weil du einen Weg hast wollen, aus dieser Unfreiheit herauszufinden. Und von da bist du auf die Plätze gegangen, von da hast du Leserbriefe geschrieben, von da hast du dich verbündet mit anderen, hast Menschen kennengelernt, bist bei Alitalia gsi, wichtige Bewegung, bist bei anderen Organisationen tätig, wegen dem, damit man den Weg zurück in die Freiheit findet. Und wenn du jetzt also, wenn es in der Bewegung Fehler passieren, dann muss man einfach wissen, Bewegung ist kein Selbstzweck, sondern Bewegung ist dazu da, dass jeder Einzelne seine Freiheit wiederfindet. Und wie findet man Freiheit, wenn nicht durch Worte, wenn nicht durch Ehrlichkeit, Geradlinigkeit, Deutlichkeit? Gibt das Wort diplomatisch? Das ist in sehr vielen Zusammenhängen ist diplomatisch sein ein Schimpfwort. Wie es einfach heisst, du eierisch rum, du stehst nicht deinem Mann, du stehst nicht deine Frau, du bist nicht der, wo du eigentlich bist, du spielst etwas vor. Und ich gehe nicht in eine Bewegung rein, um etwas spielen, um etwas vorspielen. Und ich bin da, weil ich meine Freiheit will und ich sehe keinen anderen Weg in die Freiheit als über die Worte. Und wenn ich auch falsch liege mit einem Aspekt von dieser Worte, wenn ich überzeugt bin, ich sage das Richtige, dann sage ich das. Mit dem Risiko, dass ich etwas Falsches sage, mit dem Risiko, dass ich Porzellan verschlage, dass ich mich bei Leuten unbeliebt mache. Das ist natürlich auch passiert innerhalb der Bewegung, haben mich Leute nicht mehr mögen. All die Leute habe ich eine wichtige Botschaft zum Schluss. Ich mache es wie der Charlie Chaplin in einem Stummfilm. Und ich mache das mit einer Geste. Weil ich muss wirklich sagen, so nah ist mir Kritik gegangen von Leuten, die mich nicht mögen. Weil Leute, die mich nicht mögen, Leute, die mich nicht gern haben, die können mich nicht auf eine Art kritisieren, dass ich sie ernst nehme. All die Haters, all die Troll, all das Zeug. Wer mir wehtun kann, den muss ich zuerst mal gern haben. Und den muss ich vor allem zuerst mal respektieren. Und da muss ich sagen, habe ich auch Kritik bekommen. Ich habe auch viele Sachen nicht gehört. Ich erinnere mich ganz am Anfang, im Frühling 2020, ist schon im Frühling oder im Sommer, hat mir ein Psychiater, der auch ein Zuschauer ist von diesen Sendungen, hat mir geraten, ich soll mich nicht vereinnahmen lassen. Und ich war dort schon ein paar Monate unterwegs, habe mich auch von jemandem vereinnahmen lassen. Und ich bin für diesen Tipp unglaublich dankbar gewesen, weil ich weiss nicht, ob ich es sonst gemacht hätte. Aber der Satz ist in meinem Ohr geklungen: Lass dich nicht vereinnahmen von niemandem. Das war in dieser Zeit, genau, wo die Rundschau auf mich aufmerksam geworden ist und ich etwa 3000 Abonnenten hatte. Und ich glaube, das war der wichtigste Tipp gewesen. Obwohl ich ihn bis hier beherzt habe, wer weiß, ob ich es gemacht hätte. Wer weiß, ob ich heute auch den Verfassungsfreunden beitreten wäre und mich dort in die Niedrigen vom Vereinsleben hineinlassen hätte.
und dort Sachen gemacht hat, die ich im Nachhinein nicht stolz bin drauf. Und so, wie ich ja meinen Pulli habe, habe ich den Text angelegt, I do it my way, hoffe ich eben auch, dass du das auf deine Art gemacht hast, du dich nicht freinehmen lassen hast und du eben auch Grösse hast, zum Beispiel jemanden zu respektieren, nehmen wir an mich zu respektieren, nicht darum, weil du mit allem einig bist, was ich sage. Für das ist bei der Ukraine, bei dieser Geschichte eine andere Meinung als ich. Aber du respektierst, dass Leute überhaupt eine eigene Meinung haben. Weil du selber eine eigene Meinung hast und siehst, wie selten es geworden ist in unserer Welt, dass Leute noch anstehen und für etwas einstehen. Oder? Und insofern habe ich für viele Linke, die Linke ist jetzt wirklich schwierig geworden, weil sie so asozial sind und so. Aber ich habe für viele Leute, die eine andere Meinung haben, als ich Respekt, wenn sie für die Meinung anstehen, obwohl sie etwas kosten kann. Damit meine ich nicht den Gratismut von einem Lauterbach oder von einem Salaté oder von einer Eckerle oder so, die nur profitiert, wenn sie Panik schüren, sondern die Leute, die angestanden sind und Sachen sagen, die unbequem sind, die nicht am Mainstream entsprechen, die nicht am angeblichen Zeitgeist entsprechen, da kann man doch Respekt haben. Schau dir Jimmy Dore, einen linken Blogger in den USA, Millionen Follower auf YouTube, stramm links. Mein höchster Respekt. Ich bin Fan von ihm, wenn er in die Politik sogar wählen würde. Weil er ansteht und seine Meinung laut und deutlich sagt und man merkt, es ist seine Meinung. Und nicht die von einem Verband, nicht die von einer Partei, nicht die von der Massenmedien, sondern einfach seine eigene Meinung. Hoher Respekt von Roger Köppel, der vor kurzem gesagt hat, die Impfung ist super und nachher eine Sendung gemacht hat und gesagt hat, die Impfung, wir sind auf YouTube, Lernprozess. Höchster Respekt vor dem Roger Köppel, wo da, wo ich mache, nicht im Quadrat, sondern hoch 3 oder hoch 10 macht, mit viel mehr Erfolg, mit viel mehr Ausdauer, auf viel mehr Ebenen im Nationalrat, oder? Ein Tausendsassa, der lernt, der lernwillig ist, der neugierig auf die Welt ist, wo das ist, was ich früher bei den Linken gefunden habe, nämlich das Rebellentum, die Lust aufs Neue, die Lustfreundlichkeit. Heute sind die Linken lustfindlich. Tippis sind lustfreundlich gewesen, heute sind sie findlich. Gestern sind sie obrigkeitsfindlich gewesen, jetzt sind sie obrigkeitshörig. Und ein Roger Köppel und vielleicht auch du sind Leute, die dich respektieren, weil sie ihre eigene Meinung haben und vertreten und sich auch nicht schad sind, eine Meinung zu ändern. Ich glaube, was wir erleben, ist das Pendel, was Roger Köppel im Intro gesagt hat. Oder er hat es anders formuliert, aber das Pendel schwingt jetzt quasi von der Freiheit Richtung Unfreiheit, vom Individualismus zum Kollektivismus. Und ihr werdet das Pendel zurückschlagen. Und die Frage ist, wie viel weiter hinten geht es noch in dieser Identitätspolitik, in dem Totalitarismus. Und da muss ich sagen, es Kernübel, vor allem, wir wissen, das ist ein Kampf von unten gegen oben. Vom Mittelstand und der Unterschicht gegenüber der Elite. Damit meine ich die Finanzelite und Machtelite. Damit meine ich nicht, dass die Leute gescheiter sind, sind einfach mehr Einfluss, mehr Geld. Wir haben einen Kampf von links gegen rechts, nicht in dem Sinn, von sozialer Gerechtigkeit gegen soziale Ungerechtigkeit. Oder Altruismus und Egoismus. Nein, wir haben einen Streit vom Kollektivismus gegen den Liberalismus. Und damit meine ich nicht den amerikanischen Liberalismus der Demokraten, sondern die wirklichen
freiheitsliebenden Menschen, die Verantwortung beim Individuum sehen wollen. Und ich verstehe es, wenn man selber ein bisschen Unterschicht ist, sage ich mal finanziell, dann freut man sich natürlich über starke Gewerkschaften, dann freut man sich über hohe Sozialhilfeentschädigungen und so weiter. Und ich kenne ganz wenig Rechte, die das überhaupt ganz abschaffen wollen. Aber der Denkfehler ist eben dort, das ist nicht das, gegen das die Leute von der Freiheit wirklich ankämpfen. Und das ist auch nicht das, was du sollst Fan sein, selbst wenn du selber Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld empfängst. Die Abhängigkeit vom Staat macht dich am Schluss zu einem Opfer. Und das Problem der Rechten, ich habe Roger Köppel auch gefragt im Interview, was macht die Rechten falsch, dass sie so kaltherzig wirken? Wird ihm die Linken, die immer einfach alles versprechen, Geld verteilen, helikoptermäßig, das wäre noch schön, ist noch schlimmer. Es hat Geld verteilt an die Banken und dort sickert es nachher durch zu den Reichen und zu den weniger Reichen. Und bei den Armen kommt nichts mehr, außer die Inflation. Die Leute von links, die müssen in den nächsten Jahren lernen, dass es gefährlich ist, wenn man immer mehr Staat haben. Weil der Staat ist der, der jetzt Probleme schafft. Der Staat hat bei dem Pfnüssel Probleme geschaffen und jetzt hat er in Sachen Russland Probleme geschaffen. Und es fasst sich zusammen in dem Wort Unfreiheit und Inflation. Und statt noch mehr, paradoxerweise schreien die Leute dann noch mehr Staat. Oh, der Staat hat einen Fehler gemacht, wir brauchen mehr Staat. Oh, er macht es wieder falsch, wir brauchen noch mehr Staat. Und das führt uns ins Verderben. Das wird unsere guten Zeiten beenden. Und wir müssen jetzt Hoffnung haben. Und das ist der grosse Kampf für die nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und da werde ich nicht mehr gross probieren, eine Rolle zu spielen. Aber es ist ein Kampf gegen die verfickte Identitätspolitik. Oder für Frauen, für Schwarze, für Schwule, für Transsexuelle, für Ausländer, für Flüchtlinge, für Atheisten, für Katholiken, für Spiritualisten, für Behinderte, für Pipapo. Oder? Mit dem tut man jedes Mal die Gesellschaft weiter spalten. Wir brauchen keinen Feminismus, wenn wir Humanismus haben. Weil im Humanismus ist der Feminismus enthalten. Im gesunden Humanismus ist es selbstverständlich, dass Frauen gleiche Rechte haben wie Männer. Dass man allen Menschen ein lebenswertes Leben will ermöglichen. Dass man ihnen gleiche Startbedingungen will geben will. Gleiche Chancen, etwas zu erreichen. Aber das Problem ist eben, bei der Identitätspolitik ist, dass die Leute wollen, dass das Resultat für unsere Anstrengungen bei allen gleich ist. Nicht nur die Startchancen sollen gleich sein, sondern auch das Resultat soll bei allen gleich sein. Alle gleich viel Geld. Die Reichen haben Macht und die Armen geben. Der Reiche das Geld wegnehmen und die Armen nehmen. Wisst ihr, was passiert, wenn man das fordert? Die Reichen werden reicher. Dann haben wir Kommunismus mit der immer dünner werdenden Oberschicht. Und wir haben das immer wieder gelernt. Schau auf den Globus, schau ins Geschichtsbuch. Überall, wo der Kommunismus herrscht, dort hast du eine dünne, regierende Oberschicht, die in Saus und Braus lebt und die anderen leben miserabel. Weil der Denkfehler ist bei der Identitätspolitik, wir müssen schauen, dass jeder genau das gleich grosse Stückchen von dem Yes-Törtchen überkommt. Statt dass wir schauen, dass wir Gott verteile eine vierstöckige Hochzeitstorte haben. Damit das kleinste Stückchen, das einen abbekommt, eben immer noch so gross ist, wie ein sehr grosses Stück, auf der oder immer noch grösser ist als ein Yes-Törtchen. Wenn ihr mich versteht. Ihr versteht, was ich meine. Und das ist der grosse Kampf. Ich bin nicht gewillt, mein Leben dem zu widmen. Oder da. Ich weiss, mein Bruder hat gesagt, vor etwa 3, 4, 5 Jahren, wenn er sich da vertieft hat in viele Themen, gesagt, Andreas, das Leben ist zu kurz für Politik. Such deine Nische, mach deinen eigenen Erfolg, probier
probiert Politik zu ignorieren. Und haben dann gesagt, so lange, bis sie es selber nicht mehr ignorieren können. Aber jetzt sind wir da an einem Ort, wo sich es ein bisschen ignorieren lässt. Wobei wir doch immer noch wachsam sind, weil Gesetze sind geblieben. Die Überwachungs-App ist da. Das Zertifikat ist da. Und auf Knopfdruck können sie sich die Unterwerfung hineintreiben. Und darum kann ich für mich nicht sagen, jetzt hören wir einfach auf. Das geht auch nicht. Aber was ich sagen kann, ist, es kommt jetzt wahrscheinlich etwa ein halbes Jahr, wo wir aufschnaufen können. Wo auch wichtig ist, dass wir aufschnaufen. Man wird mich darum nicht mehr sehen in absehbarer Zeit an Demos, wenn es überhaupt noch gibt. Ich werde noch an gewissen Anlässen für teilnehmen, da war Anlässe, die ich in den letzten zwei Jahren nicht teilnehmen konnte. Aber vor allem werde ich mich wieder mir selber widmen. Mein eigenes Interesse, wo, und das mag die Republik Journalisten erstaunen, nicht darin besteht, in eine Kamera zu reden und die E-Mail überzukommen. Das ist am Schluss auch ein notwendiges Übel. Was kein notwendiges Übel ist, sind Interviews. Da lerne ich etwas. Interviews will ich weitermachen. Gestern war ein Anlass, wo ich viele Leute kennengelernt habe, neue Gesprächspartner. Und dem will ich mich jetzt definitiv öffnen. Und darum, wenn du es bis dahin geschaut hast, ich will mich anfangen, der Randgruppe zu widmen. Nämlich genau den Leuten, die die sogenannte Identitätspolitik, die Linke, sich angeblich so wahnsinnig dafür einsetzen. Und ich will die Menschen interviewen und richtig kennenlernen. Nicht einfach als politisches Instrument missbrauchen, um die Leute in die Freiheit zu beschränken und die Leute darüber zu reden, was sie machen dürfen und was nicht, zum Cancel Culture betreiben, sondern um sie wirklich kennenlernen. Zum Beispiel würde ich auch gerne jemanden interviewen, der sehr lange im Gefängnis war. Wichtig ist immer die Voraussetzung, dass die Leute ehrlich sind und frei reden. Aber wenn du jemanden von den folgenden Personen kennst, dann würde ich gerne reden mit jemandem, der sehr lange im Gefängnis gesessen ist und ehrlich darüber reden will. Dann würde ich gerne mit einem stark Drogensüchtigen reden, der ehrlich darüber redet. Dann würde ich gerne mit jemandem, der Verbrechen begangen hat, dass er über die Verbrechen offen reden. Vielleicht auch mit einer Prostituierten oder mit einem Stricher, nicht Stricker, da mache ich sonst schon genug Selbstgespräche, mit einem Stricher reden, der offen darüber redet, wie es ist. Vielleicht mit jemandem, der eine sehr starke Behinderung hat. Mit einem Blinden, mit jemandem im Rollstuhl, der schonungslos ehrlich redet. Nicht das SRF-Blabla, sondern der sich wirklich öffnet. Ich würde gerne mit allen Arten von Randgruppen, das tut so negativ, aber wir sollen mit allen Leuten reden, die eine starke Minorität abbildet. In der Schweiz, auf der Welt. Eine transsexuelle Person, habe ich schon gesagt, eine Domina, ein Unterwürfiger, jemand mit komischen sexuellen Neigungen. Egal was es ist. Wie der Domian ein Interview gemacht hat. Einfach mit Leuten reden, die schonungslos, ehrlich über ihr Leben berichten. Für jemanden, der ein Kind weggenommen hat. Oder jemand, was immer. Jemand, der eine schwierige Situation hat. Er muss sie gar nicht überwunden haben. Er muss lediglich gewillt sein, schonungslos, ehrlich darüber zu reden. Ich finde, das ist mir sehr gut gelungen, als ich vor kurzer Zeit mit zwei Homosexuellen ein Gespräch geführt habe. Dort haben wir ein gutes Gespräch gehabt. Hatten im Chat ein paar Leute gehabt, die sagten, das sei Vogue. Blödsinn, ich hasse Vogue. Aber mit Minderheiten reden ist das Gegenteil von Vogue. Weil Vogue dann stellvertretend für die Leute reden. Oder? Da dürfen Weisse sagen, dass Weisse keine Rastas dürfen tragen. Oder? Die schönen Haarfrisuren. Weil das sage ich kulturelle Approbation. Also kulturelle Aneignung. Aus irgendeinem Grund haben sie das Gefühl, das sage ich erniedrigend für einen Schwarzen, wenn ich seine Frisur übernehme, weil ich sie geil finde. Das ist so lächerlich, wenn ich sage, wenn ich beleidigt wäre, wenn Schwarze für Skateboard fahren,
weil ein weißer Skateboard erfunden hat. Ist doch das Gegenteil. Wenn ein Schwarzer skateboardet, gut, das ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn einfach jemand etwas annimmt, wo du selber, was zu deinem Kulturkreis gehört, ist ja das am Schluss ein Kompliment. Und ja. Und darum würde ich mit den Leuten reden, die sich da einsetzen, angeblich für die Minderheiten, sondern ich will mit den Minderheiten selber reden. Also wer da Leute kennt, die schonungslos ehrlich reden, über was passiert ist, vielleicht ist jemand missbraucht worden in seinem Leben. Vielleicht gibt es andere Tabus, wo man sich findet, er will, er hat den Mut und das Rückgrat, um das öffentlich zu machen. Und ich glaube, wer meine Sendung sieht, der weiss, es geht mir nicht darum, irgendjemanden in die Ecke zu drängen, es geht darum, Menschen kennenzulernen. Und in diesem Format öffnet sich Stricker TV. Und schön ist ja, ich habe ja bei Locals sagen wir, einen kleinen inneren Kreis, der ein Abo gelöst hat. Und wenn gewisse Leute sagen, ja, ich will mit dir reden kommen, aber nicht einfach mit allen, oder? Ich will eine kleinere Gruppe haben, die können auch ins Gespräch kommen und die können nur meine Abonnenten die Videos schauen und dann haben sie einen viel kleineren Zuschauerkreis, aber immer noch genug gross, dass sie Rückmeldungen bekommen und ja, für dann eben auch unter wohlwollenden Leuten dann können ihre Meinung und ihre Lebenserfahrung kundtun und dann wahrscheinlich nicht nur, aber doch vorwiegend dann positive Rückmeldungen überkommen, dass sie den Mut haben, über etwas zu reden. Weil wenn ich etwas gelernt habe in den letzten 2 Jahre, dann ist es die Macht der Wort. Oder am Schluss die Präzision vom Ausdruck, mit dem ich mich extrem viel beschäftigt habe. Ich habe nie von einer Gesundheitsdiktatur geredet. Ich habe von einem Totalitarismus und Faschismus geredet, weil Worte sind entscheidend. Ich rede jetzt ja von der gelenkten Demokratie, von der dirigierten, direkten Demokratie, die wir in der Schweiz haben. Präzision ist wichtig. Und Worte sind wichtig. Und darum ist die Zensur so schädlich, weil der einzige Weg zum Konflikt lösen, der einzige friedliche Weg, Konflikt zu lösen, sind Worte. Und die einzige Alternative, um das Problem zu beheben, wenn die Worte nicht mehr reichen, oder die Worte nicht möglich sind, dann ist es Gewalt. Das ist auch etwas, was die Geschichte immer und immer wieder gezeigt hat. Und wenn jemand eben ehrlich über seine Situation redet, es dem Mensch in sich zeigt, das verratet, dann zeigt man sich zwar verletzlich und macht sich angriffbar, aber gleichzeitig gibt man ganz vielen Leuten auch Hoffnung. Und vor allem gibt es den Weg, herauszufinden, dass man über seine Mängel auch lachen kann. Oder man kann über alles. Ich würde sagen, man kann am Schluss über alles lachen. Egal, was du erlebt hast, wenn es vorbei ist und du genug Distanz kannst schaffen, dass du genug verarbeiten kannst, dann verträgst du einen dummen oder gescheiten Witz darüber und kannst mitlachen. Und die Tabus brechen, das ist der Weg dorthin, dass man sich nicht mehr schuldig fühlt, dass man sich nicht eingesperrt fühlt im Gefängnis von seinem geheimen Wissen. Das ist der erste Schritt raus, dass man das verarbeiten kann und am Schluss darüber lachen kann. Nicht jeder soll das machen, natürlich. Es braucht Kraft, soll also etwas an die Öffentlichkeit bringen. Aber grundsätzlich, da merkt man, wenn man richtig freigeistige Stand-ups nennt, und da kommt man niemand im deutschen Sprachraum in den Sinn, aber so ein Louis C.K., ein Billy Burr, gibt so viel, Ricky Gervais und Dave Chappelle, die zeigen einem immer wieder, dass man am Schluss nichts mehr ernst nehmen muss, weil das Leben am Schluss nur ein Spiel ist. Es ist nur ein einziges Spiel. Es spielt einen hohen Einsatz. Der Einsatz ist dein Leben. Aber am Schluss ist es eben auch nur dein Leben. Unser Leben, in 100 Jahren sind wir alle tot. Oder? Und Steve Jobs hat mal gesagt, zu wissen, dass wir alle sterben, dass wir nichts zu verlieren haben, weil wir schon verloren haben. Dass wir nichts mehr zu verlieren haben, weil wir schon nackt sind. Das ist eben
der beste Weg, um selber können, ein Leben, ein volles Leben leben. Ein Leben in Fülle leben. Und das ist wahrscheinlich meine Abschiedsbotschaft. Der Sendetitel und die Ankündigung war ein bisschen ein April-Scherz, aber es ist wirklich wahr. Ich werde jetzt versuchen, mehr Sendungen für meine Community auf Locals zu senden, als auf YouTube, Telegram und so weiter. Also könnt ihr dort anmelden. Einiges wird kostenpflichtig sein, einiges wird gratis sein. Aber ich tue mich jetzt in den nächsten Monaten zu einem guten Teil meinen Locals-Leuten zuwenden. Weil das die waren, die mich durch den ganzen Mist mitgetragen haben, die anderen natürlich auch. Aber jetzt zum Beispiel, in den nächsten 6 Monaten, bis der Wahnsinn wieder losgeht, ich habe praktisch, kann ich gerade sagen, 0 Einnahmen, da nichts. Oder? Mein Shop ist tot. Spenden, habe ich hier gerade wieder ein bisschen etwas bekommen, danke vielmals. Aber eigentlich auch in den letzten Monaten praktisch nichts mehr, seit der Abstimmung. Ist aber auch okay, ich bin nicht da zum reich werden, das haben wir schon bald darüber geredet, ich habe vorne gut verdient, es geht mir nicht schlecht. Ich habe ein Haus, also geht es mir schon mal sehr gut. Ich habe einen Tesla, geht mir sehr gut. Aber wenn ich so viel weitermache, dann finde ich, haben das die Leute verdient, die mich jetzt diesen Monat durchtragen, damit, wenn nachher im Herbst wieder allgemeine Aufklärung nötig wird, dass dann ich wieder zur Stelle bin. Und das bedingt natürlich zum Stück, dass ich mein Studio behalte. Das bedingt, dass ich wieder einen anderen Job annehme, weil wenn ich einen anderen Job annehme, ist mein Herz im neuen Job. Das bedingt auch, dass ich wieder auswandern tue. Oder? Und all die Sachen, das sind eigentlich jetzt meine Abonnenten. Die haben das für mich gemacht. Die Leute, die mich abonniert haben, die geben mir so ein bedingungsvolles Grundeinkommen. Und bedingt ist natürlich, dass ich etwas liefere. Und dann will ich in Zukunft etwas liefern. Und ich werde immer noch ein bisschen, sag mal, weniger als 50% werde ich weiterhin auf den Plattformen unterwegs sein. Aber in der nächsten Zeit werde ich weiterhin täglich auch unterwegs sein. Also wenn du nichts siehst, im Internet, auf Facebook, Facebook bin ich eh nicht mehr. Die haben mich jetzt mal deaktiviert, den Arschlöcher, wo mich zensieren, sich das Wort Nazi und Porno brauchen. Da hat man einen Monat Sperre eingegeben. Wirklich kein Witz. Nichts anderes als das. Die 4 Buchstaben haben gelangt. Oder 5. Aber ich werde, wenn ihr mich nicht findet, auf Telegram, auf YouTube, auf Rumble, dann ist es darum, weil ich bei meiner Community auf Locals bin. Aber natürlich werde ich nichts mehr auf YouTube produzieren, wo man nicht auch auf Rumble findet. Also wenn ihr wollt, gerade zusammenfassen, wenn ihr wollt alles sehen, was ich filmisch mache, dann könnt ihr Rumble abonnieren, was ich filmisch gratis mache. Und wenn ihr gar nichts verpassen wollt, dann könnt ihr das Abo lösen bei Locals. Und das ist ganz einfach übrigens. Irgendwann habe ich das vorbereitet. Das Rumble ist da. Und Locals ist da. Genau. So sieht das aus. Hin und wieder werden wir mal noch einen Chat machen bei Telegram. Lohnt sich also auch. @strickertv auf Telegram. Das haben wir hier oben drauf. Ich habe so viele Lower Thirds, dass ich selber nicht mehr rauskomme. Da haben wir es. Die E-Mail-Einträge machen nicht mehr so viel Sinn. Ich habe zwar eine Liste mit glaube ich, etwa 4.000-5.000 Adressen, aber ich habe noch nie etwas verschickt. So, also Rumble und Locals, wenn ihr mich unterstützen wollt. Auf Locals, von dahin wieder mal ein Gratis-Video. Aber grundsätzlich dann, was sage ich, für Gratis-Sachen Rumble. Vielleicht müsst ihr doch bei Locals so anmelden, weil ich gewisse Sachen dann nach ein paar Tagen dann auch freischalte für alle anderen. Ja, wie auch immer. So sieht die Zukunft aus. Ich schätze mal, bis September. Ja, Oktober. Vor allem Rumble und Locals, bisschen Telegram. Twitter, um ein bisschen die Unterdrücker nerven. Und ja, dann hat es nicht mehr. Ganz herzlich Dankeschön. Hört bitte die Sendung, die Demonstration von Bern vor ein paar Tagen. Die zweite Hälfte, die letzte halbe Stunde oder so, rede ich über das. Ich will mich darum nicht wiederholen. Aber ich habe mich bei ganz vielen Leuten zu bedanken. Bei all den Leuten, die mir wo ein Abo gelöst haben, wo wir schon etwas gespendet haben, wo wir auch
einfach nur alles Gute gewünscht haben, die lieben E-Mails, die ich leider nicht alle gesehen habe, die lieben Messages, die ich leider nicht alle gesehen habe. Irgendwann kommt die Zeit, wo ich das alles abarbeite. Aber im Moment habe ich genug von Social Media. Das ist für mich nur noch das Werkzeug geworden. Das ist etwas, wo ich meine Freizeit drauf verbringe. Und das rate ich dir übrigens auch. Braucht Facebook, braucht das nur noch als Werkzeug. Weil ich bin vor dem Grüsselpfnüssel habe ich etwa 5 Posts gemacht pro Jahr auf Facebook. Wahrscheinlich habe ich etwa 20 gemacht und 50 wieder gelöscht. Und ich habe einfach gemerkt, je weniger man auf Facebook unterwegs ist, desto besser geht es einem. Und das ist auch etwas, was ich nur als Werkzeug vermisse. Und sonst überhaupt nicht. YouTube ist anders. Rumble sowieso. Weil man doch Inhalt findet, die einem bereichern könnte. Aber das hure Hickhacken auf Facebook kommt einem durchs Kotzen. Twitter auch. Twitter ist für mich nur ein PR-Kanal und sonst nichts. Ist nur Dreck. Macht dich nicht glücklicher. Kümmere dich lieber um deine Liebsten, wenn du keine Liebsten hast. Durch den Graswurzel beitreten oder den Urig. Nicht so mein Ding, beides nicht, aber beides finde ich sehr wertvoll für Leute, die sich gerne in Vereinen organisieren. Da habe ich auch sehr viele gute Rückmeldungen gehört, übrigens. Diese beiden Vereinigungen. Man hat dort empfalten. Oder vielleicht schreibt ihr einfach mir doch mal ein Mail oder eine Nachricht. Weil im Moment habe ich in der Zeit etwas zu antworten. Wenn ihr bei Rumble, bei Abonnenten sind, bei Locals, dort habt ihr ein Supporter-Ding, da könnt ihr mich kontaktieren. Und die 7 Nachrichten, die mir Abonnenten schreiben, die übersehe ich praktisch nie, weil da komme ich eigens eine Push-Notification über. Weil dass da jemand, der mich abonniert hat, der mich supportet, etwas geschrieben hat. Sie sind einfach nicht böse, wenn ich manchmal nur ganz kurze Antworten gebe. Wenn ihr Sachen fragt, die man leicht beantworten kann, mit Ja, Nein, vielleicht, ich weiß es nicht, dann ist die Antwortchance viel, viel grösser, als wenn ihr 10 Fragen habt und jede davon eine halbe Seite eine Antwort braucht. Und eben auf Telegram hat man die Möglichkeit, um korrespondieren zu können. Können wir so ein Ask Me Anything mal machen. Das haben wir auf Locals schon ein paar Mal gemacht. Da können wir weiterhin unternehmen. Jetzt bedanke ich mich also noch zum letzten Mal bei allen. Du hast alles richtig gemacht, vielleicht auch nicht alles, aber du bist wahrscheinlich auf der richtigen Seite der Geschichte gewesen. Das wird sehr wahrscheinlich in der nächsten Zeit einmal noch auskommen. Und es wird nötig sein, dass du bereitstehst, weil ich würde sagen, 50-50. Ich würde sagen, es ist fast 100%ig sicher, dass es in einem gewissen Umfang wieder losgeht. Die Frage ist, gibt es Lockdowns? Das glaube ich fast nicht mehr. Oder gibt es eben Einzellockdowns mit einem Zertifikat? Das ist natürlich die grosse Frage. Maske und Zertifikat, die beiden Fragen wird es wahrscheinlich weiterhin geben, in einem gewissen Umfang. In der Schweiz, im Ausland. Und darum gilt es, wach zu bleiben. Und darum braucht es einen weiteren Stricker-TV. Und eben, wie gesagt, ich habe gesagt, was für Interview ich jetzt gerne führen würde. Natürlich auch weiterhin mit Nationalräten, mit Politikern, mit Leuten von Einfluss, Prominente und so weiter. Bin ich auch offen. Aber vor allem jetzt Leute, die wirklich ehrlich reden. Mit denen würde ich gerne jetzt die in meinem Studio vor allem verwenden. So, hebt euch an und hey, Freiheit ist kein April-Scherz. Ab heute fühlt es sich wieder an wie frei. Wir wissen im Hinterkopf, der Knopfdruck ist näher und der Zombie-Pfüssel fängt wieder an. Aber jetzt ist es richtig, wenn wir nicht dankbar sind, aber wenn wir uns darüber freuen, dass wir wieder in die Ferien fliegen können und wieder können für tatsächlich die ein oder andere Beziehung wieder kitten, die in den letzten Monaten und Jahren gelitten hat. Ich selber habe übrigens das Bedürfnis überhaupt nicht danach. Die Arschlöcher, die uns da unterdrückt haben und an den Rand gedrängt haben mit Nazis, weil ich nichts zu tun habe. Und darum, wer gegangen ist, wer mich nicht in seinem Leben haben oder nicht will im Leben haben, his loss, sein Verlust, nicht meine. Ist nur eine Bereicherung für mich, weil ich die Zeit schöner einsetzen kann. Und jetzt kannst du deine Zeit für das schöner einsetzen. 50 Minuten Stricker-TV, mal lange. Und in nächster Zeit eben vor allem auf Locals unterwegs. Nicht mehr auf YouTube. Ich möchte ein bisschen noch relevant bleiben auf dieser Plattform. Aber ich würde sagen, höchstens, eher weniger, nicht mehr, unter 50%, können wir so sagen, von den Sachen, die ich produziere, werde ich noch auf
auf YouTube finden. Oder auf Telegram oder auf Rumble. Muss man noch schauen. Wie auch immer. Hebt euch an und hey Leute! Ein episches Kapitel hat sich geschlossen. Ein Wahnsinnskapitel, wo die Leute in 50 Jahren werden darüber reden. Über den Corona-Wahnsinn. Und wir sind mit hinein. Und wir sind die, die Recht haben. Und die Zeit wird uns Recht geben, wenn es auch im Moment nur eine Minderheit von der Bevölkerung und von der Politiker tut. Die Wahrheit kommt führen. Das Vertrauen habe ich immer mehr übrigens. Also dann, habe ich das Sorge und bis zum nächsten Mal. Oder bis in einem halben Jahr. Oder einfach so ein schönes Leben. Ciao miteinander.